Ja, verehrte liebe Teilnehmer, ich habe jetzt die große Ehre und Freude, Hans-Ulrich Schmutz einführen zu dürfen. Er wird hier den ersten Vortrag im Sinne eines Vortrages geben. Und sein Titel ist Vom Klimawandel zum Klimabruch. Und wir werden mit ihm sehen, während dieser knappen Stunde, was er damit meint. Hans-Ulrich Schmutz ist eigentlich Erwachsenenbilder. Über Jahrzehnte hat er angehende Lehrerinnen und Lehrer ausgebildet, damit sie aus einem vollen Menschenbild schöpfend stehen können vor den Kindern und Jugendlichen in den Schulen. Und fachlich aber ist eines seiner Hauptgebiete ist die Geologie. Und das macht er nicht als trockene Wissenschaft, er ist ein Berggänger. Und in der Schweiz haben wir viele Berge und ich glaube, Hans-Ulrich Schmutz kennt sie alle. Fast keiner von uns, die wir Schweizer sind, ist nicht einmal mit Hans-Ulrich Schmutz auf einer Exkursion gewesen, um im Gebirge, am Ort, bei den Gletschern, bei den Bächen hinzuschauen und zu verstehen, wie ist dieses Einzelne aus dem großen Ganzen eigentlich zu verstehen. Und genau das hat er jetzt vor, wird er mit uns machen. Wie können wir dasjenige, was wir jetzt erleben in diesen Jahren mit dem Klima, eigentlich verstehen aus den großen geologischen, zeitlichen und eben auch geschichtlichen Zusammenhängen? Hans-Ulrich Schmutz, besten Dank, dass du da bist und bitteschön. Danke. Liebe Zuschauer und Zuhörer, ich bin sehr glücklich, dass diesmal meinen Gegenüber sowohl die Jugendlichen wie eben die Landwirte sind. Ich würde als Motto für meinen Beitrag stellen: Wer die Vergangenheit nicht gewürdigt hat, hat Schwierigkeiten, die Zukunft zu gestalten. Und darum werden wir auch stark zurückblicken in die Gegenwart hinein. Sie werden sehen, viele dieser Bilderdarstellungen sind alt, sind handgemacht. Und das möchte ich noch kurz als Einleitung erwähnen. Sie sind entstanden vor etwa 30 Jahren, die ersten, im Rahmen meiner Unterrichtstätigkeit an einer Oberstufe der Rudolf-Steiner-Schule. Der Titel ist ja merkwürdig: Vom Klimawandel zum Klimabruch. Was soll das? Man muss auf die Sprache schauen. Ein Beispiel: Heute reden wir von Energieproduktion und von Energieverbrauch. Und wenn es verbraucht ist, ist es weg. Und was das bedeutet, diese Gesinnung, das wird das Thema sein. Die richtige Formulierung für alles, was mit Energie zu tun hat, ist eine komplett andere. Es gibt nur Energieumwandlungen. Alles wird umgewandelt. Es ist nicht fertig und da muss ich mich nicht mehr drum kümmern. Umwandlung heißt, ich kümmere mich permanent um das, was sich wandelt, das, was sich wandeln lässt und das, was umgewandelt ist. Ein kleines Beispiel. Sie kennen ja vielleicht das Wort Kernenergieentsorgungspark. Wissen Sie, was das ist? Das ist seit 50 Jahren mindestens der Versuch, den radioaktiven Atommüll der Atomkraftwerke für die nächsten 200.000, 300.000 Jahre vom Menschen fernzuhalten. Ein gigantisches Forschungsprojekt, was höchstwahrscheinlich noch eine Weile scheitern wird. Und da spricht man von Park, von Entsorgung, von Kern wie kerngesund. Das heißt, das Wort Klimawandel ist wahrscheinlich ein Wort des inneren Betrugs. Aber er war einmal
angemessen. Und das möchte ich darstellen. Wir werfen zuerst einen Blick in die Vergangenheit der Erde. Und zwar in die sehr frühe Erde. Und da waren ja die Verhältnisse, die Zusammensetzung von Luft und Wasser mit ihren Teilen, war so, dass nie unser heutiges, modernes Leben hätte entstehen können. Und jetzt waren eben die tatkräftigen Wesen, die unscheinbarsten Einzeller, nicht mal mit einem Zellkern begabt. Und die haben nun eine Art Photosynthese betrieben und so die Verhältnisse in Luft und Wasser so geändert, dass das Kohlendioxid immer mehr umgewandelt wurde in Biomasse, in Stoffe, die gingen in Kreisläufe der Gesteine hinein. Und das Wichtigste, es entstand bei dieser Umwandlung ein sogenanntes Produkt, das abgefallen ist aus dem Leben, Sauerstoff. So kann man sagen, dass die Einzeller zur Hauptsache über die längste Zeit der Erdentwicklung hinweg die Voraussetzung geschaffen haben, sodass später in Erscheinung treten konnten die höheren Lebewesen. Also, das ist ein lebendiger, weisheitsvoller Gestaltungsprozess. Und jetzt schauen wir hinein in die etwas jüngere Zeit, das Erdaltertum bis heute. Und da vielleicht eine Markierung zu dieser Zeit, ist das Tierleben in einer ungeheuren Differenzierung im Wasserleben in Erscheinung getreten. Etwas später die Landpflanzen. Dann deutlich später, nach dieser großen Lebenskrise, eben die moderneren Tiere, wie zum Beispiel die Säugetiere. Und viel später, hier, da erst, liebe Landwirte, die erste Blütenpflanze. Unglaublich. Und jetzt sehen wir Folgendes. Ich will nicht alles an dieser Darstellung erklären, sondern nur auf etwas hinweisen. Sie sehen zum Beispiel rot die Veränderung der mittleren Temperatur auf der Erde. Die hat von einem Mittelwert, den wir um 1900 herum gehabt haben, sich um 5, 6 Grad erhöht und um 5, 6 Grad erniedrigt. Bei tieferen Temperaturen sind Eiszeitperioden im Altertum 3 gewesen und dann, ich muss ja das unten hinzeichnen, aus Platzgründen, eben die neue Eiszeit, zuerst in der Antarktis, längere Zeit, und dann später auf der Nordhalbkugel. Darüber reden wir noch. Wie kann nun in einem Gebilde, das unheimliche Änderungen durchgemacht hat, die Temperatur in etwa bleiben? Das kennen wir von den modernen Lebewesen. Die Wärmeautonomie. Und die haben wir irgendwie auf der Erde gehabt. Nehmen wir die Feuchtigkeitsverhältnisse, also die Niederschlagsintensität durchschnittlich. Das ist auch in einer kleinen Schwankungsbreite. Und Sie sehen das sofort. In warmen Zeiten mehr trocken und in kalten Zeiten mehr feucht, durchschnittlich auf der Erde. Und jetzt kommt was Besonderes. Und das ist jetzt der Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre. Der war relativ hoch und sank dann in Wellen über mehr als 300 Millionen Jahre auf heutige Werte ungefähr. Und ist dann später wieder angestiegen, wurde wieder abgesenkt, sage gleich warum, und wir haben dann die heutigen Werte. Die Werte vor 60 Jahren, das meine ich mit heute, der Geologe redet so mit heute, vor 60 Jahren. Und wie das wirklich 2020 ist, schauen wir später an. Und in dieser Zeit haben eben gelebt, in einer ungeheuren Vitalität, unvorstellbar im Vergleich zu heute, Pflanzen, die baumhoch wurden, Farne, Schachtelhalme, Bärlappgewächse, und die sind umgefallen, die hatten noch nicht richtige Wurzeln. Und die Biomasse wurde gehäckselt durch die Flüsse, in die Tiefe getragen, von Schlamm überdeckt. Die Kompostierung konnte nicht geschehen. In die Tiefe gebracht, gepresst. Und der Kohlenstoff, die Kohlenstoffverbindungen, wurden mineralisch
die Kohle, die Steinkohlezeit. Nach der großen Lebenskrise sind zuerst die wasserlebenden Tiere, im Jura die Ammoniten, das kennen ja die Dornacher, sind da unglaublich aktiv gewesen, es waren ja Atmer. Und so in dem Zusammenhang, in dem Zusammenklang ist eben der Kohlendioxidgehalt wieder angestiegen. Und dann entstanden viel mehr Flachmeere auf der Erde. Die Gründe kann ich jetzt und will ich jetzt nicht erwähnen, aber die kann man sauber darstellen. Und in diesen Flachmeeren ist wieder diese Aktivität gewesen der unscheinbaren Einzellen. Die haben aufgelebt, kamen in die Krise. Es waren viele Lebenskrisen, kleinere, feinere, regionalere. Und die Biomasse stirbt ab, wird gepresst, getrennt vom Kreislauf von Wasser und Luft und es entsteht Erdöl und Erdgas. Ich würde jetzt ein etwas schwieriges methodisches Thema einschalten. Ich komme nachher auf die Erdgeschichte wieder zurück. Und das ist eben dasjenige, was man erlebt, wenn man auf der Erde steht, um sich herum den Horizont der Erde sieht. Man hat die Himmelsrichtungen. Ich blicke hier nach Süden, stimmt ungefähr jetzt in der Darstellung. Da ist ja Süden, Goetheanum. Und das ist die Nachtseite. Und jetzt ist das eine Darstellung, was der Mensch erlebt, als Beobachter durchs Jahr. Und diese Darstellung hat den Charakter, dass ich kann mir zuschauen von außen, was ich von innen nach außen blickend sehe. Das heißt, das ist bewusstseinsbildend. 11. Klasse. Das kennen Sie, ich deute das jetzt nur an, im Hochwinter, also es gilt übrigens für Dornach oder die Schweiz, in St. Paulo ist das umgekehrt, das können Sie schon so denken, da haben wir relativ spät, also nach 8 Uhr ungefähr, den Sonnenaufgang. Sie steigt auf weniger als 20 Grad und 4 Stunden später ist sie untergegangen. 3 Monate später, zweimal im Jahr, 21. März, 21. September, haben wir eine ganz besondere Situation. Ich stehe nämlich da, ich strecke die Hand aus, genau nach Osten, nehme mit der linken Hand, führe sie in die Höhe, bei uns jetzt 43 Grad, wechsle die Hand und gebe sie ab, genau im Westen. Und Auf- und Sonnenuntergang, verbunden, geht genau durch mein Zentrum. Das ist das astronomisch-menschliche Gleichgewicht, zweimal im Jahr, die Tag- und Nachtgleiche. Und die wird in einigen Minuten sehr bedeutend werden. Später im Jahr müsste ich dann mit der Hand weit zurück und würde sie weit zurück rechts wieder ablegen, die Sonne, die Johannissonne. Und jetzt stellen wir uns vor, dass sich eben die Sonne ein halbes Jahr, etwas mehr als 180 Tage, hinaufschraubt bis zu dieser Bahn und dann wieder hinunter, nach einem halben Jahr, bis zu dieser Bahn. Also dieses Hinaufschrauben, Hinunterschrauben. Und das ist der Rhythmus von Tag und Jahr. Jetzt haben wir ja rund um uns herum die Tierkreisbilder des Fixsternhimmels. Die sind sozusagen weiter draußen. Und da ist jetzt, für die Fachleute sage ich das nur, ist die Position der Ekliptik, das nennt man ja die Ekliptik, gezeichnet für einen ganz bestimmten Moment, die ist die veränderbar, nämlich für den 21. März um 18 Uhr bei Sonnenuntergang. Und da ist es eben so, ich habe das ja für die Schüler so gemacht, dass wir nicht dorthin die Sterne schauen, wo wir geblendet werden von der Sonne, sondern 6 Stunden später, wo schauen wir dahin, wo wir, weil die Sonne auf der anderen Seite ist, und dann sehen wir hier den entsprechenden Stern. Und nach 72 Jahren ist der Stern in der Gegenrichtung
um 1 Grad gewandert. Und 1 Grad ist der Durchmesser, wie ich ihn sehe, am Himmel der Sonne. Also einen Sonnendurchmesser nach links verschoben. Wie lange geht es, bis der Stern, weil der geht ja immer weiter weg, wenn ich am Frühlingspunkt am 21. März um 18 Uhr eben da nach Osten schaue, 360 mal 72 gibt, ich würde es gerne an einer Tafel schreiben, 25.920 Jahre. Und das ist das platonische Weltenjahr. Das wird uns jetzt beschäftigen. Das heißt, dieser ganz langsame Umlauf, den ich eigentlich mehr denken kann und nicht so recht vorstellen, weil es so langatmig ist, der ist entscheidend für die sogenannte dritte Zeit. Man könnte vielleicht noch erwähnen, Moment, so, dass jetzt die Sternbilder, die da blau außenrum gezeichnet sind, wenn ich die verfolge, dann haben die immer die gleiche Bahn. Zum Beispiel die Zwillinge immer die Johannibahn und zum Beispiel der Schütz immer die Weihnachtsbahn, so nenne ich das jetzt. Aber diese Sterne sind eben einmal rundherum wieder ganz genau am gleichen Ort, alle Fixsterne, alle nach 23 Stunden, 56 Minuten und 4 Sekunden. Und das ist wieder eine Besonderheit. Das ist wieder eine Rhythmusdifferenzierung 4 Minuten pro Tag schneller. Sie kennen wahrscheinlich aus der Schule diese Darstellung. Ach, wieso so kompliziert? Die Ekliptik macht er dann, so wie jetzt gezeichnet, alle 24 Stunden diese Bewegung und einmal im Jahr noch einmal, es wird mir auch schwindelig, ist doch viel einfacher. Die Sonne in der Mitte und die Erde rundherum. Im Schulbuch lässt Kopernikus grüßen. Und das wäre so. Schauen Sie, ich probiere es, die Kamera schafft das. Die Sonne, die Erde, jetzt geht hoffentlich die Akustik, hören Sie das? Ist klar, in diesem Weltbild, das die Kinder lernen, wird die Sonne die Erde herumschieben. Und wenn Kopernikus das hören würde, er würde sich im Grab umdrehen. Denn für Kopernikus war es ganz klar, alles geschieht in Sphären, durch Sphären, mit Sphären, sphärisch bewegend. Und er hat jetzt eben 3 Bewegungen postuliert in seinem Rechenmodell. Die erste Bewegung, das ist klar, das ist die Eigendrehung der Erdachse. Sie sehen da die Wiese von Dornach, die da so herumgeht. Und die zweite Bewegung, ich bin jetzt die Sonne, ist die, geht nicht anders. Die Sonne nimmt die Erde und dreht sie rundherum. Das ist die zweite Bewegung. Sie sehen, es gäbe keine Jahreszeiten. Und jetzt hat Kopernikus die dritte Bewegung und die ersten zwei geben den Rhythmus von Tag und Jahr, natürlich. Und jetzt gibt es eine dritte Bewegung. Das ist die, dass die schräg gestellte Erdachse im Vergleich zur Ebene der Fixsterne des Tierkreises macht eine Drehung einmal in ungefähr einem Jahr in die andere Richtung. Und diese zweite und dritte Bewegung miteinander gedanklich verflochten, das hat Kopernikus gemacht, das gibt die dritte Zeit, das platonische Weltenjahr. Denn nach vielen, vielen Umdrehungen
Das sind etwa alle 500 Jahre, was ich mache. Nach 10.500 Jahren ist die Erde so, in der Stellung, Erde da. Und wieder in 10.500 so. Und das zeige ich Ihnen an einer weiteren Darstellung. Kann man vielleicht schlecht sehen. Jetzt gibt es eben noch Folgendes. Ich nehme die heutige Zeit. Die Sonne ist nach der moderneren Astronomie nicht im Zentrum eines Kreises, sondern im Brennpunkt von einer Ellipse. Und damit ist einmal im Jahr die Sonne näher bei der Erde, ein halbes Jahr später weiter weg. Das können wir beobachten. Wir haben im Winter, am 4. Januar, die größte Sonnenscheibe vor uns. Und am Juli, Anfang Juli, ist sie kleiner. Das kann man von Auge sehen. Das bedeutet aber, dass relativ gesehen wir mildere Winter haben, weil die Sonne näher ist, und kühlere Sommer, weil sie weiter weg ist. Und jetzt ist es so, dass diese Gerade eben sich dreht. Mit der Ellipse in 110.000 Jahren einmal rundherum. Das ist jetzt gezeichnet. Da, vor 105.000 Jahren, hatten wir die gleiche Situation wie heute. Und dann, 10.500 Jahre später, hat sich die Linie gedreht um 36 Grad und die Sonnennähe ist der Sonnenferne gewichen. Es hat sich wie umgekehrt. Und das geht stufenweise durch, immer gezeichnet nach 10.500 Jahren in die heutige Zeit. Wir haben also nach 100.000 Jahren wieder die gleiche Situation, aber innerhalb von zweimal 10.500 Jahren die Tendenz von milderen Sommer, kühleren Sommer und milderen Winter und heißeren Sommern und kältere Winter. Und das ist jetzt der kosmische Impuls für die Erde. Wenn die Bedingungen da waren auf der Nordhalbkugel, dann hat sich eben Folgendes ereignet. Über Jahrtausende hinweg, sich steigend, ist dieser Gegensatz heiß Sommer, kalt Winter hinübergegangen in kühler Sommer, milder Winter. Was heißt das? Bei den milderen Wintern haben wir in den entscheidenden Breiten, also nicht am Pol selber, mehr Niederschlag als Schnee, der liegen bleibt. Und die kühlen Sommer lassen diesen Schnee oder auch das Eis, das jetzt entsteht, weniger abschmelzen. Wenn jetzt eine andere Situation ist, dann haben wir kalte Winter, die Niederschlagsmenge ist kleiner, das kennen Sie. Wenn es eiskalt ist, gibt es wenig. Hat der Schneepflug kein Problem, den Schnee wegzubringen. Ja? Und so wie vor ein paar Wochen, so um die 0 Grad, da wird es dramatisch für den Schneepflug. Also, wir haben da eigentlich immer den Wechsel von Richtung Eis, Richtung Eisschmelze, Richtung Eis. Alle ist dieser Rhythmus von 21.000 Jahren. Und Sie denken, aber das ist doch so wenig. Es ist nicht so viel in Watt pro Quadratmeter, aber es ist eine andauernde Tendenz der Veränderung über viele hundert Jahre. Das ist das Entscheidende. Also haben wir hier exemplarisch an zwei großen Rhythmen, es gibt noch zwei weitere, die ich aber nicht durchführe, gesehen, dass die langsamen Rhythmen wie platonisches Weltenjahr, Drehung der Apsidenlinie, sogenannte Rhythmusüberlagerungen geben, Rhythmusbeziehungen, wie mit dem Cello mit den vier Saiten. Damit Sie vielleicht noch einen Hinweis bekommen,
Es ist etwas komplizierter. Ich lasse das nur schnell aufleuchten. Im Weiteren ist es so, dass eben dieser Winkel gegenüber der Senkrechten, das Lot auf die Ekliptik, heute 23,5 Grad ist. Das kann jetzt auf 24 Grad sich steigern oder auf knapp 22 zurückgehen. Das heißt also, dieser Winkel ist, ich übertreibe, schwankend. Und von einem solchen Stellung in die extrem andere wieder zurück, dauert es 41.000 Jahre. Was heißt jetzt die Situation? Keine Jahreszeiten. Die Situation, starke Jahreszeiten, das impulsiert wieder die Möglichkeit der Niederschlagsbildung verstärkt in nordischen Breiten auf der Nordhalbkugel in der Eiszeitphase. Dann eine weitere Sache. Ich gehe da vielleicht noch einmal zurück. Genau. Das ist ja kein Kreis, sondern es ist eine Ellipse. Und die Form dieser Ellipse ist eine Zeit lang nahe beim Kreis und eine Zeit lang stärker ausgedehnt, als dass die Sonne wirklich den Unterschied zwischen Erdnähe und Erdferne viel größer ist. Das ist ein weiterer Rhythmus von 110.000 Jahren. Und alle vier ineinander gerechnet, das hat 1913 Milankovic, ein Mathematiker und Physiker, gemacht. Und ich glaube, der erste Vortrag, die erste Niederschrift, noch nicht richtig publiziert, war augenblicklich in der Bibliothek von Rudolf Steiner. Hat sich unglaublich interessiert für das. Also, das ist der Versuch, die Eiszeiten in Zusammenhang bringen mit den großen Rhythmen, platonisches Weltenjahr und die anderen drei zusammen. Jetzt kommt ein Problem. Nämlich, auf dieser Darstellung wird ja ersichtlich, Fehler gemacht. So, wir müssten eigentlich, weil das ja heute ist, schon tendenziell in die neue Eiszeit hineingehen. Müssen wir schon merken. Jetzt ist es aber so, das hat immer bei der Erde eine gewisse Verspätung. Sie kennen das, wenn Sie draußen leben. 12 Uhr mittags haben wir im Sommer nicht die höchsten Temperaturen. So 2 Uhr, 3 Uhr, dann haben wir die stärkste Wärme. Das heißt, das verschiebt sich beim Tag, aber auch in den Jahrhunderten. Aber es ist angesagt, dass die nächste Eiszeit den Impuls aus dem Kosmos bekommen hat. Und das hat angefangen, liebe Zuhörer, im Mittelalter nämlich. Da gab es ja bis etwa 1850 die sogenannte kleine Eiszeit. Die Gletscher, zum Beispiel im Wallis, sind vorgestoßen, haben Hochalpen überfahren. Das war nicht ganz schön für die Leute damals. Aber 1850, von da an, bis zum heutigen Tag gingen die Gletscher wieder zurück. Und jetzt kommt ein nächstes Kapitel. Und das ist sozusagen die klassische Publikation, schon fast 30 Jahre alt, die allererste. Und das sind die Forschungsresultate einer Bohrung in der Antarktis, wo man durchs Eis kilometerweit gebohrt hat und konnte die Jahrringe sozusagen rekonstruieren und konnte die eingeschlossenen Gase aus der damaligen Atmosphäre, sind ja kleine Gasblasen, konnte man messen und vieles andere. Und das ist das aufsehenerregende Resultat, nämlich, dass jetzt wir, das sind vier, heute vor 400.000 Jahren, haben wir nun, wir nehmen zuerst Rot, hatten wir eine Warmzeit, dann hatten wir in vier Stufen, 4 mal 21.000 Jahre,
immer stärker eine Kaltzeit, ein schneller Anstieg in die Warmzeit und 100.000 Jahre sind verstrichen. Wir haben das wieder, aber nicht genau gleich, also nicht maschinell, sondern nur so beweglich, musikalisch. Und wieder ein Anstieg und wieder, hier sogar fünfmal, weil es da verdoppelt ist, und dann wieder die Warmzeit. Und das ist die letzte Eiszeit mit dem letzten Zyklus. Und dann wurde es warm, vor 10.000 Jahren, und die Wärme ist jetzt länger geblieben. Also, was wir vorhin am Milankovitch-Zyklus nur zweien gesehen haben, das spiegelt sich. Das Verhältnis des 100.000 Jahre zum 21.000 Jahre Rhythmus ineinander verflochten. Und was jetzt aktuell ganz brisant ist, dass eben jetzt die Werte des Kohlendioxides, des atmosphärischen, eingeschlossen im Eis, sozusagen die gleiche Bewegung durchmacht. Läuft parallel, ist miteinander verflochten. Jetzt könnte man sagen, ja, Rot muss ja ein bisschen später kommen und Blau muss vorher sein, weil das Treibhausgas macht die Erwärmung. Und das ist hier falsch. Will ich jetzt nicht darstellen. Wichtig ist, der Impuls, der Stamm der Forschung, kommt von diesen Sonnen-Erden-Bewegungszyklen. Und der Kohlendioxidgehalt erhöht sich langsam. Es erwärmen sich jetzt die Ozeane, sie werden saurer, weil mehr Kohlendioxid vor allem in den Ozeanen ist. Und jetzt dreht sich das vorher nachher in der Tendenz um oder meistens zu einer gewissen Zeit, dass jetzt der Kohlendioxidgehalt vorher ansteigt und die Temperatur hinkt ein bisschen nach. Also es geht hin und her. Es gibt nicht ein Ursache-Wirkungsdenken, sondern es ist ein Beziehungsdenken der Rhythmen. Damit Sie sehen, was da alles noch gemessen wurde, zum Beispiel der Methangehalt, der ist ja wichtig, Landwirte, Kühe, Methan und so weiter, der läuft etwa, das ist der da, der läuft etwa gleich, also weniger oder mehr, wie das Kohlendioxid. Und hier, das ist jetzt noch das Wichtigste, habe ich gelb gefärbt, das sind die gerechneten Milankovitch-Zyklen, der Intensität sich steigend, abschwächend in diesen Zeiten bezogen auf die Bewegungsbahn Erde-Sonne. Und das kann man korrelieren. Sie sehen diese Striche. Das heißt also, Milankovitch hat eigentlich prophetisch das Ganze richtig gedacht, aber die Naturwissenschaftler wollten bis vor kurzem von Milankovitch eigentlich nichts mehr hören. Heute ist man sogar weiter. Wir haben durch weitere Bohrungen jetzt die Möglichkeit, bis 1 Million Jahre, sozusagen Jahr für Jahr, die jährlichen Veränderungen des Klimas in der Antarktis und in Grönland, in der Arktis, zu messen. Also bohren tief kann man ja nur in Grönland, am Nordpol hat es fast kein Eis, mengenmäßig. Und Sie sehen jetzt die Maxima der Sonneneinstrahlung über längere, also immer über viele hundert Jahre. Und diese Maxima, die haben eben diesen etwa 100.000 Jahre Rhythmus. Und dazwischen die 4 Unterzyklen. Also das hat sich eigentlich weiter zurückverfolgen lassen über noch längere Eiszeitperioden. Das ist dann gerechnet, die Eismenge. Und die wird jetzt in diesen Jahren, weil man mehr Möglichkeiten bekommen hat mit GPS und so, kann man die Veränderung der Eismasse, wie sie früher war und wie sie sich heute verändert, besser festhalten. Und diese Modellierung passt eigentlich wirklich erstaunlich gut zu den neuen Forschungsresultaten. Und das ist die Temperaturrekonstruktion wie vorher. Also, diese Forschungsarbeit ist entscheidend, weil wir da wirklich mit Forschungsergebnissen in die Vergangenheit schauen können und können
diese großen, langsamen Rhythmen, die impulsieren und nicht verursachen die Eis- und Warmzeiten. Das ist nicht, Sie sehen ja manchmal, ich habe das jetzt nicht erwähnt, verpasst die Erde eine Eiszeit, obwohl die Sonne sagen würde, hey, hast du nicht gemerkt, ich habe doch den Impuls gegeben. Das ist aber so, es braucht jetzt weitere Bedingungen. Zum Beispiel im richtigen Breitengrad genügend große Hochebene, wie das Tibet-Plateau oder Colorado-Plateau, sodass die Niederschläge, die als Schnee fallen, da das ganze Jahr über Jahrhunderte bleiben können. Und dann wird die Abkühlung stärker. Wir gehen in ein ganz anderes Thema. Und das ist jetzt ein Blick in den Kohlenstoff, wie er wechselt in verschiedenen Zeitenperioden. In der heutigen Zeit. Wir haben einmal den sogenannten geologischen Wechsel. Sie merken, ich brauche das Wort Kreislauf nicht, weil im Kreislaufen ist mechanisch. Und das gilt hier nicht. Es ist eine Tendenz der Wiederkehr nicht genau gleich. Also dieser Wechsel hinunterbringen von Gesteinen, die Kohlenstoff enthalten, und der Kohlenstoff wird dann gebunden, mineralisch, also Kohle, Öl, Erdgas, und kommt mit der Gebirgsbildung an speziellen Orten der Erde, wo die Gebirge sich heben, wie die Alpen zum Beispiel, wieder an die Oberfläche. Das Wetter erodiert das Ganze und diese Kohlenstoffverbindungen sind wieder der Atmosphäre auf dem Land ausgesetzt. Und dieser Umlauf hat eine durchschnittliche Wiedererscheinung, einmal sozusagen nach unten, wieder oben, in etwa 300 Millionen Jahren. Ist übrigens der Rhythmus, der kosmische, den man heute hat, nämlich 230 sind es ungefähr Millionen Jahre, ist der langsamste kosmische Rhythmus. Das ist die Umlaufszeit der Milchstraßengalaxie, wo wir, Erde, Sonne, Planeten, ein Teil der Milchstraße sind. Also einmal in einem sogenannten geologischen Zyklus haben wir uns gegenüber dem Rest der anderen Galaxien einmal umgewendet, gedreht. Es gibt den nächsten Zyklus, der ist viel schneller. Und das ist das Hinunterbringen des Kohlendioxids als gelöstes Gas in die Tiefe der Ozeane. Dort bewegt sich sehr langsam und kommt dann wieder hoch an den Auftriebszonen. Und ein solcher Umlauf hat abgeschätzt so eine Zyklizität von 1000, 1500 Jahren. Das heißt, wenn jetzt Kohlendioxid von, es kommt nachher noch dran, ich sage das jetzt schon, in die Tiefe gebracht wird, dann wird er nach gut 1000 Jahren wieder hinaufkommen und unseren Nachkommen das Klimaproblem noch einmal präsentieren. Das ist nicht ein Verschwinden, sondern das ist ein Zurücktreten und Wiederkommen. Der nächste Kreislauf, der ist schneller. Das dauert etwa, was habe ich da geschrieben, 2, 3, 4, 5 Jahre. Und das ist der Weg, den die Luftmassen haben, durchschnittlich um die ganze Erde herum, in höhere Sphären, also die höchste Stelle, wo die Wolken sich bilden, und wieder hinunter. Also die atmosphärische Durchmischung unten oben, das geht ungefähr einige wenige Jahre, also bedeutend schneller. Und dann haben wir, das kennen natürlich die Landwirte und die Förster besser als ich, und dann haben wir einen weiteren Weg hin und zurück zwischen dem atmosphärischen Sauerstoff und der Lebenshülle der Erde. Also die Vegetation, die Landwirtschaftsgebiete, die belebten oder benutzten Böden, je nachdem, wie man Landwirtschaft betreibt, und die Wälder. Und jetzt hat man, jetzt eigentlich hätte man ein Wegnehmen pro Jahr, fast 2 Einheiten, in die Vegetation, in die Bäume hauptsächlich, wenn nicht die Wälder
im Äquatorbereich über Waldrodung wieder verbrannt würden. So haben wir insgesamt eben eine Belastung der Atmosphäre durch Kohlendioxid, hauptsächlich Brandrodung. Und jetzt kommt der wichtigste Kreislauf, und das ist der. Da hat es nämlich in den Oberflächenbereichen der Ozeane, warmes Wasser, Licht durchflutet, immer noch diese urbildhaften, schöpferischen Wesen, die Einzeller. Das Plankton, Photosynthese bildend, die tierischen Einzeller, die eben geschenkt bekommen, das Pflanzenhafte des photosynthetischen Planktons. Und so ein Umlauf mit Leben, Aufblühen und dann wieder Absterben wegen kurzen Wetterereignissen, ein Sturm um die Antarktis und es stirbt alles ab. Es gibt Biomasse, die kommt in die Tiefe und geht dann in den langsamen Kreislauf hinein. Und dieser Zyklus hat sozusagen eine Umlaufzeit zu gewissen Jahreszeiten von wenigen Tagen. Also, denken 200 Millionen Jahre. Ich runde, 1000 Jahre. 4 Jahre. 40, 50 Jahre. Weniger als eine Woche. Und diese vier Rhythmen sind ineinander verflochten und miteinander bezogen. Und es wandelt sich um, der Kohlenstoff entweder durch das Verbrennen in Kohlendioxid oder durch die Pflanzen in Lebenssubstanz, in Biomasse oder durch die geologischen Prozesse in gebundene mineralische Stoffeswelt, Kohle, Öl und Gas. Und jetzt kommt das Besondere. Ich weiß nicht, ob Sie das schaffen. Ich muss aber auf die Uhr schauen. Mama mia. Verfolgen Sie das? Alles klar? So geht's heute. Was über Millionen, was über bis 400 Millionen Jahre in der Tiefe gelagert wurde, haben wir ein Drittel davon weggenommen und befördert an die Erdoberfläche. Die Kohle, das Öl, das Gas. In einer unglaublichen Geschwindigkeit. Also eben, ich hätte ja eigentlich jetzt 6 Stunden so machen sollen und dann so. Ja, man kann sich fast nicht vorstellen, es ist 100.000 Mal schneller. Und jeder Biologe weiß, Lebensprozesse kann man nicht so beschleunigen. Aber der Erde ist das geschehen. Und jetzt ist ja so, man fördert ja nicht Kohle und Öl, um das zu haben. Also sagen wir so, wie ich meine Kristalle in der Stube. Sondern wird verbrannt, umgewandelt. Und die Umwandlung ist konsequent. Es geht nicht anders. Kohlendioxid. Ganz wenig Kohlenmonoxid, aber das wird wieder weiter umgewandelt. Das heißt also, wir haben diesen langsamsten Rhythmus komplett gebrochen. Ich brauche das Wort jetzt schon. Durch die Beschleunigung. Das könnte man nennen der Raubbau an der Erde. Und die Konsequenzen sind die für das ganze Leben auf der Erde. Jetzt wollen wir aus diesen Vorüberlegungen einen Schritt weitergehen. Das ist einigermaßen bekannt. Aus Zeitgründen mache ich jetzt da nur einiges weniges. Sie sehen, dass die Sonneneinstrahlung, je nachdem, ob man in Europa misst oder auf der ganzen Welt, sind verschiedene Messresultate sind da drauf. Die Sonneneinstrahlung, wichtig ist, dass jetzt etwa ab 1970 in der Tendenz leicht abgeschwächt ist. Das hat zu tun mit den Sonnenfleckenzyklen, den Elfjährigen und so weiter. Wir haben natürlich rot gestrichelt ein ganz klarer Weg der Zunahme der Weltbevölkerung. Und wir haben jetzt schwarz gestrichelt. Ich gehe dir mal zuerst nach. Da hat es eine Welle drin. Zweite, dritte,
vierte, fünfte, sechste, siebte, angeschwächt eine achte, das heißt nicht kontinuierlich. Das ist die Menge an Umwandlung von fossilen Brennstoffen, Energieumwandlung. Und die führt konsequenterweise zu Kohlendioxid. Diese Abschwächungen, Weltwirtschaftskrise, Zweiter Weltkrieg, die Golfkriege, Israelkrieg, Erster, Zweiter, Dritter, der Golfkrieg in Kuwait und die Finanzkrise. Ja, das spiegelt sich sofort. Und bei der nächsten Darstellung kann ich wahrscheinlich auch so machen, Corona, wenn das so weitergeht. Das heißt also, das ist ein Spiegel des technischen Menschen, wie er wirkt. Und jetzt müsste ja mitlaufen die blaue Linie, das ist der gemessene Kohlendioxidgehalt in der Atmosphäre. Da sind die Messungen nicht ganz eindeutig, weil man hat sie damals noch nicht sauber gemacht. Aber von hier an ist das aufgezeichnet, einmal in Davos und einmal in Hawaii. Und Sie sehen diese Kurve. Und wir haben heute Kohlendioxidwerte, die sind so hoch wie das letzte Mal vor 7 Millionen Jahren. Also dieser Anstieg gab es nie während den Eiszeiten. Da war es immer so, dass der Kohlendioxidgehalt geschwankt hat zwischen hier und hier, so. Nie höher, auch in den Warmzeiten nicht. Das heißt, das ist der Spiegel der menschlichen Aktivität. Und jetzt ein kleiner Hinweis noch. Sie sehen ja, dass von dem Moment an, eigentlich schon früher von da an, der steile Anstieg an Umwandlung in Kohlendioxid, landet in der Atmosphäre, nicht gemessen wurde. Mit Verspätung hat man erst diese Werte. Wo ist das Kohlendioxid hin? Ins Wasser. Ging in den Ozean, geht das heute noch, aber ging früher stärker in diesen Kreislauf. Aber ab etwa 1985 haben sich die Verhältnisse in den Ozeanen verändert. Die Lebensbedingungen für das Plankton, also das photosynthesebildende Plankton, wurden schlechter. Es verändert sich der Säuregehalt der ganzen Ozeangewässer, auch in der Tiefe. Und damit veränderte sich die Möglichkeit für die Tiere, die Kalkschalen bilden, Korallen, Muscheln. Und da gab es schon die ersten großen Schwierigkeiten, sodass jetzt, obwohl der Anstieg der Energieumwandlung nicht mehr ansteigt, wie die Menschheit, Atomkraftwerke, Energieumwandlung, Photovoltaik, was alles dazukommt und schlaues Umgehen mit Energieumwandlung in der Industrie, nicht im Haushalt. Das hat jetzt dazu geführt, dass die schwarz gestrichelte Kurve nicht so ansteigt, aber der Kohlendioxidgehalt macht das unentwegt. Das hängt zusammen mit dem Zusammenspiel, noch einmal, mit, also von diesem Umlauf mit diesem Umlauf und von diesem Umlauf mit diesem Umlauf. Und hier, das wird ein wichtiges Thema werden dieser Tagung. Was kann der Mensch Sinnvolles tun, um allenfalls einen Bruch zu heilen, wenn er jetzt nicht diese Ausbeutung, wie bei den Öl- und Kohlebaronen, dass er wirklich der Fall war, denken Sie an Rockefeller, sondern dass man da eben jetzt versucht, die Erde zu pflegen. Jetzt gibt es einen großen Streit, nämlich, ja, aber es kann ja gar nicht der Mensch das Klima so verändern, in 50 Jahren, in 100 Jahren. Der Mensch ist doch nicht so mächtig, es ist doch die Natur. Und da ist jetzt sauber dargestellt Folgendes. Die natürlichen Mitveränderer der durchschnittlichen Jahrestemperatur sind zum Beispiel die Vulkanausbrüche. Immer kurz nach einem Vulkanausbruch hat man eine Absenkung der Jahresmitteltemperatur.
um bis zu einem Drittel Grad. Das ist viel. Aber die Temperatur steigt relativ schnell wieder an, wie Sie das hier sehen. Bei Le Pichot und wie die alle heißen, oder der berühmte Krakatau da. Und dann gibt es etwas anderes, was diese Zickzackkurve grün ist, ja die Temperaturkurve gemittelt, alle 10 Jahre ungefähr, dass da bei diesen Ereignissen, also dicker schwarzer Kreis und kleiner, dass da die Temperatur ansteigt und wieder absinkt. Und das ist der Rhythmus, ein Wetterrhythmus von El Niño. Vielleicht kennen Sie das, und wer es nicht kennt, wäre das eine Überforderung, das jetzt darzustellen. Ich kann es nur so vielleicht kurz darauf hinweisen. Aber das ist gar nicht drauf, da muss ich nicht darauf hinweisen, ist auch gut. Das ist die alte Datei, ist da irgendwie drauf, dass da jetzt eben Wassermassen an der Oberfläche des Pazifiks am Äquator Richtung Nord- und Südamerika sich bewegend, einmal stärker sind und einmal ganz schwach. Wenn es verstärkt ist, nennt man es El Niño, und das gibt in Nord- und Südamerika ganz starke Veränderungen des durchschnittlichen Wetters, Wärmeperioden, Hitzeperioden. In anderen Regionen gibt es mehr Trockenheit oder Starkniederschläge. Und dieser Wetterrhythmus von etwa 4-5 Jahren, der spielt das Spiel der Veränderung auf und ab. Aber wenn man das sozusagen durchschnittlich rechnet, den Durchschnitt davon, wenn man das alles wegfiltert, sagt man heute, dann bekommt man diese Temperaturveränderung, die eben ab etwa 1970 steil ansteigt. Und wir haben hier nur bis 2000. Die Kurve würde jetzt anschließend fast einen Knick machen. Jetzt haben wir aber Glück gehabt. Nur die Verbrennung von diesen Kohle, Öl und Gas, die würde diesen Trend der Temperaturerwärmung machen, wenn man diese Treibhausgase wenn man Kohlendioxid und Methan als Treibhausgase denkt, was die Wissenschaft zu Recht macht. Jetzt ist das schwächer. Warum? Wir haben hier im Verlauf dieser Industrialisierungszeit eine Temperaturverminderung durch Schwefelverbindungen in der Atmosphäre, durch das Verbrennen von Kohle, Öl und Gas. Und das hat man ja durch, das nennt man Luftverschmutzung. Und denken Sie an London vor 100 Jahren mit den Kohleheizungen. Da hat man die entsprechenden Filter, sodass diese Schwefelpartikel weniger in der Atmosphäre sind und damit den kühlenden Effekt heute weniger machen. Aber in dieser Zeit, nach dem Zweiten Weltkrieg, wo das langsam entwickelt wurde und dann erfolgreich wurde, war die Tendenz einer Abkühlung. Wenn man also diese Kurve um die verrechnet, kommt man ziemlich genau auf die, was der gemittelte Wert ist. Das heißt also, die natürlichen Einflüsse erklären nicht die Erwärmung unserer Erde der letzten 100 Jahre. Es geht noch eine Minute. Gut, ich denke, wir lassen jetzt einen Teil weg, aber nur noch, damit Sie den Bruch sehen. Da. Das sind die Kohlendioxidschwankungen während der Eiszeit. Und jetzt haben wir vergleichsweise mit dieser Zeitskala einen senkrechten Anstieg. Wir haben das bei der Temperatur der letzten 10.000 Jahre und jetzt mit dem Maßstab, das zwischen hier und hier eben einige hundert Jahre sind, den senkrechten Anstieg der Temperatur. Und damit sehen wir, diese Rhythmizität aus den Eiszeiten ist heute gebrochen. Und das ist der Klimabruch. Ich brauche doch noch
bisschen mehr als eine Minute, sonst haben Sie Mühe mit diesem Vortrag. Brüche können geheilt werden, wenn man sich Mühe gibt und das Brechen, sich für das Brechen interessiert. Das macht ein Arzt, wenn er Knochen flickt. Ja, das heißt also, wir hätten die Aufgabe, dieses Denken, das zum Raubbau an der Natur geführt hat, am Beispiel des Klimas ausgeführt, aber genauso für die anderen Bereiche, für die ganze, für das Artensterben, das übrigens auch im Vergleich zu früheren Artensterben etwa 10.000 Mal schneller ist als die bisherigen, ist genauso ein Bruch. Ja. Da müssten wir entwickeln, ich sage jetzt müssen, neue Formen der Zuwendung zur Erde über das Denken. Das Denken müsste von diesem Maschinendenken wegkommen und müsste beweglich werden und an Begrifflichkeiten arbeiten wie Rhythmus, wie Metamorphose, wie Stoffverwandlung, wie Entwicklung. Und dieses bewegliche Denken, das ist sozusagen die Quelle, damit der Mensch, weil er dann Einsichten gewinnen kann in die Vergangenheit und in die Gegenwart der Erde, kann er aus Einsicht in die Notwendigkeiten so handeln, dass er eben diesen Bruch, so gut er kann, in der gemeinschaftlichen Tätigkeit rund um die Welt wieder heilen kann. Aber ohne diese innere Umgestaltung des Denkens, keine Chance. Technische Lösungen führen zu nichts. Das Besondere ist jetzt, hat man vielleicht bei einem Video gesehen, dass diese Zuwendung zum beweglichen Denken, ich habe das ja ein bisschen vordemonstriert in aller Kürze, führt zu etwas ganz Bestimmten, zu einer weiteren Beweglichkeit des Seelischen, nämlich des Fühlens, und einer weiteren Beweglichkeit des Denkens, des Willens. Das heißt also, das ist nicht nur dieser Bereich der Seele, die wir pflegen, ausbauen sollten im Jugendalter, biologisch-dynamischen Lehrlingsausbildung, wo auch immer, sondern einhergeht das fördernde Umgehen mit der zweiten Seelenkraft des Fühlens. Also quasi die Qualifizierung, das Wort haben wir, die Qualifizierung des Fühlens über das künstlerische Üben. Und wenn wir das machen und auch forschend in diese Denkbeweglichkeit kommen mit projektiver Geometrie, dann bin ich sicher, dass wir die Möglichkeit haben, in unserer Tätigkeit die Wende zu schaffen. Und dann ist der Bruch die Aufforderung gewesen, dass der Mensch sich wandelt. Und das wünsche ich, dass wir das alles tun. Es gibt ja viele Möglichkeiten in Future Labs und so weiter und überhaupt in diesen Tagen. Also, ich lese doch meine letzten Worte noch. Das muss die Technik wissen. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. Vielen Dank. Hans-Ulrich Schmutz, im Namen der großen Gemeinschaft, die dir jetzt zugehört hat und die über alle Kontinente verteilt ist, möchte ich dir aus tiefstem Herzen danken für dieses reiche, große Bild unserer Erde und dieser Ermutigung, dass wir dem nicht schutzlos ausgeliefert sind. Wenn ich richtig gehört habe, und ich möchte da noch eine Frage anknüpfen, dieser Begriff vom Anthropozän, das heißt, dass wir jetzt als Menschen, als Anthropos, eigentlich der entscheidende Veränderungsfaktor geworden sind in geologischen Dimensionen, das stimmt. Und jetzt sind wir hier zusammen mit vielen jungen Menschen. Und du hast es gesagt, wir müssen versuchen, mit neuem Denken, neuem Fühlen, neuem Wollen, sozusagen jetzt das Anthropozän auch kulturell, geistig und dann wieder
physisch auf die Welt zu bringen. Aber ehrlich gesagt, diese tausend Jahre, Millionen Jahre und diese Gigatonnen und unser kleines Tun, wo sollen wir anpacken? Also, das Anthropozän beschreibt eigentlich diese aus dem Rhythmus geratene Beschleunigung dieser ganzen Stoffwechselvorgänge. Und wir hätten in der Zukunft eigentlich etwas anderes als das Anthropozän vor uns. Das Wiedergutmachen, es tönt ein bisschen kitschig, und das braucht wahrscheinlich wieder sehr lange Zeit. Das schaffen wir nicht in den 150 Jahren, die die Technologie erfolgreich geschafft hat, die Erde aus dem Rhythmus zu bringen. Das geht länger, weil die Ausbildung dieser Seelentätigkeiten, die ist ja nicht beschränkt auf mein Leben. Das kann auf andere übergehen, also Lehrer, Schüler. Das kann vielleicht auch im Zusammenhang geschehen mit dem Gedanken der Reinkarnation. Das heißt also, das, was du gewünscht hast, wird einen ungeheuer langen Atem brauchen, aber es ist entscheidend. Und das Tolle ist, ich könnte bei mir beobachten, dass jetzt die Bildung dieser Seelenqualitäten relativ schnell vonstatten gehen kann. In einem dreijährigen intensiven Kurs in Goetheanismus kann viel passieren, aber das auf die Pflege der Erde zu übertragen, das geht länger. Weil die Erde hat die langen Rhythmen. Das heißt, die Jugendsektion hat noch eine lange Perspektive vor sich. Die brauchen wir noch lange. Und jetzt wir Landwirte, da war da ganz links bei den fünf Rhythmen, bei dem Grünen, da waren wir die Landwirte. Aha, da ja, ungefähr ja. So. Hä? Ja, 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 ja. Ja, ja. Können wir da was machen? Ja, sofort. Was? Augenblicklich. Ja. Und das beeindruckt mich doch so. Ich habe zwei Söhne, die Demeter bauen. Sagen, was ist deine zentrale Arbeit? Und sagen die im Chor, die Pflege des Bodens und nicht die Menge für den Markt. Und das kann man augenblicklich machen, aber es geht viele Jahre. Also sofort schaffen. Gut, wir bleiben noch drei Tage hier für die Tagung und dann geht's wieder auf die Felder. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen großen Bilder und die warme Ermutigung. Vielen Dank, Hans-Ulrich Schmutz. Danke euch allen. Danke. Ja.